Jo, guten Morgen. Hier ist der Alexander von Flöten des Herzens aus Dresden in Sachsen. Und ich baue schon eine ganze Weile Indianerflöten. Und heute mache ich mal wieder ein besonderes Video, ist ein besonderes Ereignis. Das habe ich vor vielleicht einem Jahr schon mal gemacht, nämlich dass ich Indianerflöten, die ich nicht mehr brauche, verschenken möchte. Genau, das hatte ich also schon mal vor einer Weile gemacht. Da hatte ich meine allerersten Indianerflöten, die ich damals gebaut hatte, auch verschenkt. Das hat ziemlich gut geklappt. Ich habe auch schönes Feedback und sogar ein sehr schönes Dankeschön-Paket bekommen. Und jetzt ist es also wieder soweit. Und das ergibt sich also daraus, dass ich ja immer wieder Flöten baue. Und ich bin so ein Mensch, ich habe immer wieder so Phasen in regelmäßigen Abständen, wo ich Klarheit schaffe. Also in meiner Wohnung, in mir und eben auch bei dem, was ich mache. Das heißt, ich merke, okay, die Flöten sind jetzt schon eine ganze Weile bei mir und ich baue immer wieder neue und es ist immer wieder was Neues in mir, was so wie eine Flöte entstehen will, was so kommen möchte. Und ich muss das Alte loslassen. Das ist für mich wichtig, einfach auch physisch gesehen, um Platz zu schaffen. Einfach meine Flötenregale habe ich jetzt mittlerweile zwei Stück. Ich habe hier auch so mehrere Ständer jetzt schon. Hier habe ich mal eingebaut mit den Flöten drin. Die werden immer voller und ich brauche einfach Platz. Und das andere ist, dass die Flöten, die ich gebaut habe, die ich verschenken möchte, dass die einfach raus dürfen. Das ist jetzt schon eine ganze Weile bei mir so drin und jetzt mache ich es einfach mal. Genau. Bevor ich das mache mit den Flöten, möchte ich euch gern was zeigen. Das hat sich in den letzten Wochen, Tagen so gezeigt. Und zwar, dass ich das mit dem Holz, ich liebe ja dieses aromatische Zedernholz, ne? Dieses Western Red Cedar, davon schwärme ich ja immer wieder, ne? Das ist jetzt hier so dieses Rotzedernholz, was so teilweise diese Weißanteile hat, was eine ganz schöne rote Farbe hat, was so einen ganz tollen Holzduft hat, so was ganz Einzigartiges für mich. Und ich hatte in einem der letzten Videos schon mal gezeigt, dass ich aus diesem Holz auch Anhänger gemacht habe. Das ist einfach was, was ich mit euch teilen möchte. Also ich biete die jetzt erstmal nicht offiziell zum Verkauf an oder so. Also ich merke, dass mir das mit den Flötenbauen reicht. Ich möchte euch das einfach bloß mal zeigen, das mit euch teilen, weil ich das sehr schön finde. Und zwar hatte ich eine Amethystenflöte gemacht und da habe ich aus diesem aromatischen Rotzederholz mir einfach eine Fassung gemacht für einen Amethysten. Habe hier oben so ein Loch reingemacht, ein Lederband durchgezogen und habe auch das Holz nur mit Leinöl wieder behandelt und so ein bisschen Wachs. Man könnte das natürlich auch mit Spielzeuglack noch lackieren, dass das Holz noch besser geschützt ist. Aber ich fand das ziemlich schön. Kann ich dann auch einstellen. Genau. Die Idee dahinter ist, ich zeige dir mal noch einen zweiten Anhänger, den ich gemacht habe, der mir sehr gut gefällt. Ich wollte nämlich unbedingt einen Malachit-Anhänger haben. Hier ist also auch wieder Holz. Das ist ein bisschen heller. Hat ein bisschen mehr Weißanteile. Und da ist ein wunderschöner, schimmernder Rohmalachit drin. Genau. Sieht richtig cool aus. Gefällt mir total gut. Und es ist ein schöner, kleiner, einfacher Anhänger. Es ist nicht viel Arbeit. Vielleicht ist es auch einfach eine Inspiration für euch. Also ich weiß ja, dass es auch einige von euch gibt, die auch Indianerflöten bauen oder einfach Handwerk machen. Genau, vielleicht inspiriert es ja den einen oder anderen. Und was ich dir schon anbieten kann, ist, wenn du sagst, ey, ich habe hier so einen Edelstein, könntest du mir nicht eine Fassung dafür machen? Dann kann ich dir das natürlich schon gegen einen gewissen Aufwandspreis und Versand, den du dann übernehmen müsstest. Kann ich dir gerne so eine Fassung machen für so einen Anhänger aus einem schönen Holz. Ich habe verschiedene Hölzer da, ne? Also tendenziell sehr rotes Holz, aber auch teilweise so helles Holz. Und ich habe viele, viele kleine Reste, die ich nicht brauche, die ich schon verfeuern wollte. Und dann habe ich dieses tolle Holz doch noch verwenden können. Genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen. Also falls du da Lust hast und sagst, ey, ich habe einen Edelstein, kannst du mir so eine Fassung machen, dann schreib mir einfach eine E-Mail oder kannst du in die Kommentare schreiben, am besten mir eine E-Mail schreiben an mail@klängedesherzens.de. Du findest auch die
E-Mail-Adresse unten in der Infobox oder auf der Website www.klängedesherzens.de unter Kontakt. Und was ich dir auch noch zeigen möchte, das hat ein guter Freund und hatte mir gestern geschenkt, ein guter Freund von mir, hat aus dem Holz, wir haben Lagerfeuer gemacht, weil ich in regelmäßigen Abständen immer so viel Flötenholz habe, dass ich das einfach verbrennen muss. Ich habe auch alle 2-3 Wochen habe ich so einen 60-Liter-Sack voller Zedernspäne. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Ich hau die dann immer weg, weil es unglaublich viel Späne anfallen. Und das wollte ich also auch verbrennen. Und er ist also, er hat sich das, ja, wie nennt man das? Er hat sich das Ringeschmieden beigebracht. Einfach, weil es ihm Spaß macht. Und er hat mir aus diesem wunderschönen Western Red Cedar Holz mit einer ganz tollen hellen Nuance hier und hier rot, hat er mir so einen Ring gemacht mit einer Silberfassung innen. Und haben wir die Fingergröße ausgemessen. Und dann hat er mir aus meinem Lieblingsholz diesen Ring gemacht. Super glatt geschliffen, eine ganz tolle, feine Arbeit, richtig cool. Ich habe dann Ring, also wir haben den richtig schön geölt. Ich habe den jetzt auch nochmal geölt und gewachst. Und das ist ein ganz, ganz tolles Holzgefühl bei den Flöten. Weiß noch nicht, ob ich da nochmal einen Lack drüber mache. Es ist einfach ein schönes Holzgefühl. Das ist für mich was ganz Besonderes. Genau, das wollte ich einfach mit dir teilen, was so mit dem Holz noch so entsteht. Ne? Wenn du den Kanal eine Weile verfolgst, ist vielleicht ganz spannend für dich. Okay. Ich komme jetzt zu den 2 Flöten und zwar ist das eben exakt die erste Flöte. Das ist dieses Holz, das ist Western Red Cedar Holz. Du siehst es schon, eine unglaublich tolle Flöte. Ich war damals ziemlich enttäuscht, als ich einen Riss entdeckt habe, der so minimal ist, dass der kaum auffällt, also so gut wie gar nicht. Und zwar gibt es hier in diesem Bereich hier oben gibt's einen ganz minimalen feinen Haarriss. Eigentlich sieht das aus wie die Maserung. Aber wenn man so ins Klangloch reingeht, sieht man, dass da so ein bisschen ein Riss ist. Ich habe da auch Shellack drüber gemacht. Ich hatte den damals auch so ein bisschen fixiert mit Kleber und so. Und wahrscheinlich wird hier nie was sein. Wahrscheinlich wird die Flöte ganz lange halten und man kann die einfach spielen. Das Ding ist aber, ich verkaufe keine Flöten, weil so eine Flöte hat einen Wert von 340 Euro im Moment bei mir. Das ist also eine Tieftonflöte in D. aus aromatischer Rotzeder. Das ist also ein ganz, für mich ein ganz toller Ton, ein ganz tolles Holz. Und ich fühle mich nicht gut dabei, eine Flöte zu verkaufen, wo ich weiß, dass da ein Riss drin ist, den ich nicht richtig, weil das hier oben ein sehr empfindlicher Bereich ist zwischen Klangloch und Luftloch, den ich nicht richtig reparieren kann. Und es kann halt sein, weil eben hier oben der Bereich ist mit der meisten Luftfeuchtigkeit, dass irgendwann mal der Riss so ein bisschen aufgeht und dann die Luft durchgeht und dann kommt kein richtiger Ton mehr oder die Flöte geht hier kaputt. Ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die viele Jahre gut halten wird, aber ich habe, weil ich das noch nicht so lange mache, das Flötenhandwerk, ich habe keine Langzeiterfahrung, wie das ist, wie das Holz arbeitet. Auch ist natürlich sehr temperaturfeuchtigkeitsabhängig und so. Deswegen, von meinem Gefühl her, möchte ich gerne was schenken. Und das kann ich ja mal kurz erzählen, warum verschenke ich das? Ich könnte es ja auch als B-Ware verkaufen oder so, ohne Garantie. Also für mich ist es einfach schön, dass dort, wo ich jetzt gerade stehe in meinem Leben, mit dem Flötenhandwerk und der Praxis für Kontaktverbindung und Bewusstseinsforschung, mit dem Menschenbegleiten, das ich mache, lebe ich einen Traum. Ich könnte auch sagen, das Leben meint es total gut mit mir. Also ich lebe hier was mit dem, was ich tue, was richtig aus dem Herzen kommt, wovon ich leben kann. Das ist unglaublich, dass das möglich ist. Nachdem ich also viele Jahre mich sehr geplagt habe und Sklavenarbeit gemacht habe in der Physiotherapie, Sklavenarbeit im Sinne von einen unglaublich mickrigen Lohn bekommen für eine Arbeit, die mir eigentlich nicht gut getan hat, aber ich wusste nicht, was ich anderes machen soll. Jetzt was machen zu können, was mir gut tut, wo ich selbstständig bin, wo ich mir meine eigenen Zeiten, meine eigene Energie einteilen kann, wo ich einen schönen Kontakt mit Menschen habe, wo ich also die Investitionen festlege, wo ist mir ein Wert und dass ich immer wieder für Menschen Flöten bauen darf,
tolle Flöten, wo einfach der Wert total gerechtfertigt ist. Wo ich mich sehr wertgeschätzt fühle, die Flöten bauen zu dürfen und ich davon gut leben kann. Und ich hatte das letztes Jahr schon und da hatte ich einfach auch das Gefühl, das ist schön, was zu verschenken. Also dieses Gefühl, einfach zu verschenken. Nicht, weil ich dafür irgendwas haben will oder weil ich überleben muss, sondern einfach das, was ich tue, aus meinem Herzen heraus zu teilen. Das gibt mir ein sehr angenehmes Gefühl. Und deswegen tut mir das auch überhaupt nicht weh, weil, wie gesagt, ich muss eh Platz schaffen und es ist cool, das weiterzugeben und dann zu wissen, dass jemand von euch, einer von euch, die Flöten einfach spielt. Das ist toll, dass es so in die Welt hinausgeht. Genau. Das ist also ein Tiefton D, ich spiele es mal. Ein ganz schöner Ton. Sound. Na, hat eine leichte Schärfe, ist ein super klarer Klang, genial, genau. Okay, also beide Flöten, die ich verschenken möchte, sind Tieftonflöten. Das heißt, die sind nicht unbedingt für Kinder gedacht, sondern die haben eine ziemliche Größe. Die gebe ich dir jetzt mal die Maße. Und es gibt natürlich schon eine Bedingung oder ein paar Bedingungen, die mir wichtig sind, wenn ich eine Flöte verschenke. Also diese Flöte ist ca. 62,5 cm lang, ist also schon eine Ecke. Und Innendurchmesser, falls jemand interessiert, 2,5 cm, die ist also relativ groß. Die hat eine Breite von ungefähr 3,5 cm. Und die Fingerlochabstände bei den Tieftonflöten sind relativ groß im Vergleich zu den Mittel- oder Hochtonflöten. Erstes zum zweiten Fingerloch geht noch. Ist ungefähr 3,1 cm und zweites zum dritten Fingerloch ist hier also ca. 3,3-3,4 cm. Das ist also immer der größte Abstand bei meinen Flöten von den Fingerlöchern her. Das heißt, hier die oben, das ist hier Standard, das ist noch nicht mal 3 cm, 2,8. Das kann in der Regel jeder gut greifen, jeder Erwachsene vor allen Dingen. Das heißt, das muss schon für dich greifbar sein. Deswegen gebe ich dir die Maße, ne, dass du das einfach mal ausprobieren kannst, zu Hause irgendwie auf einem Besen oder so, dir das einfach mal aufmalen und dann guckst du mal, hier kann ich das sehr gut greifen. Natürlich gehört da Übung dazu, ne, wenn du das eine Weile machst. Irgendwann geht es immer leichter. Aber wenn du jetzt eh schon kleine Finger hast, dann kann ich dir das natürlich nicht empfehlen. Das ist also eine sehr große Flöte. Einfach mal zum Vergleich, das ist jetzt natürlich ein bisschen witzig, das hier ist meine kleinste Flöte, das ist ein B. Das ist jetzt natürlich wirklich sehr mini, ne? Also das sind sehr kleine Abstände, aber einfach, dass du so mal diesen Vergleich hast. Und eine normale Mitteltonflöte, das ist also ein G, G ist so eine Standard. Siehst du also auch, da ist schon ein Unterschied, ne? Der G-Ton. Genau. Also die ist schon ein bisschen größer, wie gesagt, eine Tieftonflöte. Und jo. Das wäre also die allererste. Und jetzt zeige ich dir mal noch die zweite. Das ist also genau das gleiche, Tieftonflöte in D, 432 Hertz sind die beide, also naturharmonische Schwingung. Die sind fast gleich lang. Und das ist also braune Zeder. Hier hatte Luise damals sogar schon eine Inschrift reingemacht.
hört also einen eher weicheren, windigeren Klang. Die ist nicht ganz so scharf vom Klang her. Und hier habe ich einen Rotzederreiter. Der hat so eine interessante Schwingung hier zur Seite hin. Genau. Die braune Zeder hat einen sehr eigenen Duft, einen sehr eigenen Zederduft. Das ist ganz anders als das aromatische Rotzedernholz, aber auch super schön. Ich liebe das auch, wenn ich das Holz säge oder fräse. Und hier bei der Flöte ist also die Größe ein bisschen länger, ungefähr 64,5. Die ist also ein kleines bisschen länger. Die Breite ist ja auch standardmäßig 3,5, Innendurchmesser auch wieder 2,5. Und die Fingerlöcher, falls du das eben testen musst, sind hier also auch knapp 3 cm vom ersten zum zweiten. Und vom zweiten zum dritten sind es hier also auch ca. 3,4 cm. Das ist also wieder der größte Abstand. Hier oben sind es, ist ein bisschen größer als bei der Rotzederflöte, sind es also ungefähr 3,1 cm. Genau. Jo. Was mir wichtig wäre, also das erste ist, dran, also Verpackung und Versand müsstest du schon selber bezahlen, das mache ich jetzt nicht. Das ist einfach so eine Pauschale, 10 Euro, ne? Also so zur Post bringen. Ich verpacke die Flöten immer sehr gut und Versand, versicherter Versand für so ein großes Flötenpaket. Also 10 Euro wäre jetzt so die Investition. Genau. Und ich mache es also nicht so, wer sich zuerst meldet, bekommt die Flöte zuerst. Sondern was ich cool fände, was mir wichtig ist, ist, schickst mir eine E-Mail oder schreibst in die Kommentare, warum du gerne die Flöte haben möchtest. Was mir wichtig ist, ist, dass deine Wertschätzung ist. Also dieses Flötenherzenshandwerk, was ich mache, ist, da ist viel Achtsamkeit und viel Zeit drin. Und das ist eine Lebensausrichtung für mich. Und die Flöten, die ich weitergebe, das sind also Kraftgeschenke. Das sind also Flöten, die berühren. Das ist nicht einfach eine 0815 Industrieflöte, sondern jede Flöte, die ich baue, es gibt es halt nur einmal so in der Art. Und mir ist wichtig, dass derjenige, der die Flöte bekommt, das wertschätzen kann. Nur der oder diejenige. Und ich weiß, dass also mit all den Menschen, mit denen ich bisher Kontakt hatte, dass die das alle sehr wertschätzen, was ich mache. Ich kriege immer sehr schönes Feedback. Und was ich auch cool fände, ist, wenn sich Menschen melden, die jetzt noch keine Flöte von mir haben. Also wenn du jetzt schon eine Flöte von mir geschenkt bekommen hast, würde ich die Flöte gerne jemand anders schenken, ne? Genau, dich würde ich dann also dann bitten, dich nicht zu melden. Wenn du jetzt eine Flöte von mir mal gekauft hast, dann ist das nochmal was anderes. Aber wenn ich dir schon mal eine geschenkt habe, dann würde ich die jetzt gern an Menschen verschenken, die noch keine bekommen haben von mir. Genau. Und ich fände es cool, wenn du mir schreibst, warum du gern die Flöte haben möchtest, was dich berührt daran. Einfach so, vielleicht was du mit dir machen möchtest, im Sinne von, wo möchtest du sie spielen oder so. Also ich suche das danach aus, wem ich die Flöte schenke, wo sich bei mir was mich berührt, wo ich merke, da geht was auf und wo ich spüre, diese Flöte ist gut aufgehoben. Also ich gehe da einfach nach Gefühl und ich lese mir das dann einfach durch und gucke, wo zieht es mich am meisten hin, wo zieht es die Flöte am meisten hin. Genau, so mache ich das also. Okay. Ja, ich bin gespannt. Was passiert? Und ich wünsche euch beiden jetzt schon viel Spaß mit diesen zwei tollen Flöten. Ach so, was ich noch erzählen wollte, warum ich die Flöte verschenke, genau. Und zwar bei der ist es also so, eins der seltenen Dinge, die manchmal bei mir vorkommen, mittlerweile so gut wie gar nicht mehr, ist, dass ein Fingerloch zu groß wird. Das Fingerloch habe ich zu groß gemacht. Und das passiert mir also mittlerweile zum Glück gar nicht mehr. Wenn das Fingerloch zu groß wird, ist der Ton zu hoch. Und das ist viel schwieriger, einen hohen Ton kleiner zu machen, als einen zu niedrigen Ton höher zu machen. Weil wenn man einen Ton höher machen will, braucht man bloß das Fingerloch größer machen. Wenn es aber zu groß ist, ist ja das Holz schon weg.
Und es ist total blöd. Also ich verkaufe dann so eine Flöten auch nicht mehr. Und was ich hier aber gemacht habe, das war mal ein Experiment. Ich habe dieses Flöten, man könnte natürlich auch irgendwie Holz reinkleben oder irgendwas. Es ist mir aber alles zu aufwendig und es sieht auch nicht so schön aus. Könnte es füllen irgendwie. Ich habe das mit Shellac hier innen drin mit relativ viel Shellac ausgekleidet. Und Shellac ist so ein Lack, der ist relativ zäh und der wird dann relativ schnell hart. Und deswegen klingt die Flöte also sehr harmonisch. Dadurch konnte ich das also so hinbekommen, dass die Flöte stimmig klingt, dass es hier in Tune ist, sozusagen in Stimmung. Und das Ding ist aber, das ist eben auch wieder so eine Sache, für mich fühlt sich das nicht gut an, so eine Flöte zu verkaufen, weil ich weiß nicht, wie das Langzeitverhalten ist von Shellac. Ich habe mal irgendwie gelesen, dass Shellac auch irgendwann anfangen könnte, wenn das mit den Jahren kann das sein, dass es so zerbröselt. Und es kann halt sein, wenn dieser Shellac irgendwann zerbröselt, dass die Stimmung dann wieder out of tune ist, also nicht mehr gestimmt und dann klingt die Flöte nicht mehr richtig. Und sowas verkaufe ich einfach nicht, das mache ich nicht, das fühlt sich nicht gut an für mich. Und die klingt jetzt gut, es kann auch sein, dass die ewig hält, ne? Ich habe eben keine Erfahrung damit, ich mache das noch nicht so lange. Und die liegt schon ganz lange rum, irgendwie Anfang des Jahres. Und ich wollte schon ganz lange verschenken. Und das mache ich jetzt einfach, genau, das ist also der Grund für diese Flöte. Und beide Flöten haben also ein Lederband und haben hier einen Reiter und die ist also voll funktionstüchtig, genau. Wahrscheinlich halten die ganz lange, ist halt einfach für mein Gefühl so. Es ist schön, das weiterzugeben und dass ich dann wieder Platz habe. Gut, jetzt war es das aber wirklich. Und dann bis zum nächsten Video. Alexander von Flöten des Herzens.